Bereuen Sie etwas in Ihrem Leben? Also ich könnte nicht sagen, dass ich in meinem Leben direkt etwas bereue. Ich bin eigentlich, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, für alles, was passiert ist, dankbar. Ich würde bestimmt einige Sachen anders machen, wenn ich den Ausgang wüsste, aber bereuen könnte ich sagen, würde ich. Ich nicht. Nee, haben Sie Ziele in Ihrem Leben und welche Ziele? Möchten Sie noch etwas Bestimmtes erreichen oder mehrere Dinge? Also ich habe nicht direkt Ziele. Ich meine, es ist in mir ein bisschen noch eine Art von Sehnsucht da oder etwas, was vielleicht in meinem Leben sich noch nicht so realisiert hat, ja, oder wo ich sagen könnte, da könnte sich vielleicht noch ein bisschen mehr realisieren. Und zwar, ich meine, ich mache ja neben meiner Malerei auch sehr viel Architektur. Ich mache Skulpturen, also ich gestalte irgendwo eine Welt im Zweidimensionalen und im Dreidimensionalen. Und ich habe ja einmal, hatte ich wirklich dieses große Glück, konnte ich in Eckenfelden diese Aussegnungshalle gestalten. Ich habe es, das heißt gestalten, ich habe sie entworfen. Ich wusste damals nicht, also wie sich überhaupt so eine Architektur, eine fantastische Architektur realisieren, wie man so etwas realisieren könnte. Und ich habe dann eigentlich in der Zusammenarbeit mit einer Augsburger Stuckfirma diese Aussegnungshalle und in Zusammenarbeit mit meinem Schwager, der Architekt ist, diese Aussegnungshalle realisiert. Also die Innengestaltung. Ich habe diese Fassade modelliert, zusammen also mit einem Stuckbildhauer namens Frühholz in Augsburg. Das war die Firma Schnitzer. Ich habe damals einfach von dem Bürgermeister, ich kann die Geschichte ganz kurz erzählen, ich habe die alte Aussegnungshalle in Eckenfelden sollte abgerissen werden. Das war eine wunderschöne Gründerzeit-Architektur, ein bisschen neogotisch und so. Ich habe mit dem Bürgermeister, den ich gut kannte, damals ein Gespräch gehabt und hat gesagt, die wird jetzt abgerissen. Und ich habe gesagt, ich finde das so traurig, sowas darf man doch nicht. Und dann hat er zu mir gesagt, dann entwerfe du doch etwas dafür. Und ich habe das gar nicht so ernst genommen und ich habe in dieser Zeit viele Bilder gemacht, die etwas mit Architektur zu tun hatten, die Architekturlandschaften waren. Und dann habe ich gesagt, ich entwickle da jetzt was, ich nehme das Angebot an und hatte dann wirklich machte eine visionäre Zeichnung. Ja, es war im Hintergrund eine ganz bestimmte Musik, es hat sich wie im... Also fast wie in einer Art Trance-Zustand habe ich diese Fassade von dieser Aussegnungshalle entworfen. Und dann habe ich diesen Entwurf dem Bürgermeister gezeigt. Der fand das sehr, sehr schön. Dann kam diese Zeichnung vor den Stadtrat. Es wurde einstimmig angenommen. Und ich hatte nun das Problem, wo ich eigentlich in realer Architektur keine Erfahrung hatte, das jetzt auch zu verwirklichen. Und dann habe ich durch meinen Formenmacher, also die Formen von meinen Skulpturen gemacht, habe ich diese Adresse also in Augsburg erfahren und habe dann dieses Bauwerk, was eigentlich, es ist eine Aussegnungshalle, aber es ist irgendwo auch ein Tempel, es ist irgendwo ein Totentempel, es ist ein absolut sakrales Bauwerk. Ich habe das realisiert. Ich habe davor einen Brunnen modelliert. Innen drin ist ein Kristallkreuz, es sind Leuchter da. Innen ist eine Kuppel, die von oben Licht bekommt. Und ich habe dann später nochmal einige solche Projekte gehabt, einige Aufträge gehabt, die sich allerdings nicht realisieren ließen, die immer noch im Modellcharakter verblieben sind. Und mein Traum geht schon ein bisschen in die Richtung, nochmal etwas in dieser Art in die Welt zu bringen.